In Tallinn hat die Havariekommission zum Untergang der Ostseefähre Estonia im Jahr 1994 Zwischenergebnisse einer neuen Untersuchung vorgelegt. Diese lassen den Schluss zu, dass Felsen auf dem Meeresgrund bisher unbekannte Löcher in den Schiffsrumpf gebohrt haben könnten. Die erneute Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem vor einem Jahr ein Dokumentarfilm auf die bis dahin unbekannten Schäden am Rumpf des Wracks gestoßen war. Der Leiter der schwedischen Havariekommission drückte sich vorsichtig aus. Auf Grundlage des Berichts der Universität Stockholm könne man sagen, dass zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass der Schaden an der Steuerbordseite des Schiffs durch den Kontakt mit dem Meeresboden entstanden sein könnte. Die offiziellen Untersuchungen des Schiffswracks sollen im März fortgesetzt werden, unter anderem mit hydroakustischen Messungen, um mehr über die Meeresströmungen zu erfahren. Der Untergang der Estonia gilt als die schwerste Schiffskatastrophe in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Dem offiziellen Untersuchungsbericht von 1997 zufolge war die abgerissene Bugklappe die Ursache für den Untergang. Daran gibt es bis heute Zweifel. Überlebende und Hinterbliebene fordern seit langem eine Wiederaufnahme der Untersuchungen.